Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und andere Ekzeme. Und es geht bei den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen in alphabetischer Reihenfolge um eine Wirkstoffgruppe. Das heißt, es geht um Glukokortikoid und Antiseptikum äußerlich angewendet und die sind rot wenig geeignet. Ich lese vor. Glukokortikoid und Antiseptikum in Klammern äußerlich. Glukokortikoide wirken entzündungshemmend, antiallergisch, juckreizstillend und hemmen die Zellvermehrung. Diese Wirkeffekte können bei Hauterkrankungen von Nutzen sein. Flumetason und Clioquinol, Flumetason und Clioquinol, rot, wenig geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis, da der Zusatz von Clioquinol unnötig ist und das Risiko für unerwünschte Wirkungen erhöht. Flumetason und Triclosan bzw. Halometason und Triclosan, rot, wenig geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Da der Zusatz von Triclosan normalerweise unnötig ist und Belege fehlen, dass das Kombinationspräparat besser wirkt als Flumetasan oder Halometasan allein. Außerdem besteht der Verdacht, dass Triclosan das Risiko für Allergien erhöht. Prednisolon und Chinolinol, rot, wenig geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis, der Zusatz von Chinolinol normalerweise unnötig ist und Belege fehlen, dass das Kombinationspräparat besser wirkt als Prednisolon allein. Ich lese das nochmal vor. Wenig geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis, da der Zusatz von Chinolinol normalerweise unnötig ist und Belege fehlen, dass das Kombinationspräparat besser wirkt als Prednisolon allein. Chinolinol, Clioquinol und Triclosan gelten als Antiseptika und blockieren die Vermehrung von Bakterien oder töten diese ab. Diese Wirkungen sind aber bei der Behandlung von Ekzemen und Neurodermitis unnötig. Die Kombination von Glukokortikoiden und Antiseptika ist daher bei der Behandlung dieser Erkrankung nicht sinnvoll. Wichtig zu wissen: Länger als 7 Tage sollten Sie solche Kombinationspräparate nicht anwenden. Wenn Sie auf Jod allergisch reagieren oder eine Überfunktion der Schilddrüse haben, dürfen Sie Locacorten-Bioform nicht anwenden. Die Haut kann auf das in den Mitteln enthaltene Antiseptikum allergisch reagieren. In Klammern Kontaktdermatitis, Klammer zu. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Duogalen sollten Sie bei Säuglingen und Kleinkindern nicht anwenden. Locacorten-Bioform dürfen Sie nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden. Auch Lyoderm-P sollten wegen fehlender fehlender Untersuchungsdaten gar nicht an Kinder verabreicht werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In Schwangerschaft und Stillzeit sollten Locacorten-Bioform sowie Lyoderm-P
wegen möglicher Schäden beim Ungeborenen nicht angewendet werden. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder, Jugendliche, Schwangerschaft, Stillzeit finden Sie unter Glukokortikoide äußerlich angewendet. Siehe Seite 68. Es geht weiter mit Glukokortikoid und Harnstoff äußerlich angewendet.